Okay, willkommen zum zweiten Vortrag heute Abend am 18. Treffen des Kirchenclubs. Rothbard schon vortragen über Internationalisierung in Haskell. Man könnte denken, dass das, was Rothbard macht, ist völlig irrelevant, aber es stimmt nicht ganz, weil es tatsächlich in einer Firma kommerziell eingesetzt wird. Krass. Spaß. Also wenn du die Firma OpenLab meinst, dann ja. Ich würde sagen, erstmal der wichtigste Teil. Ich bin in der Index.html. Was ist Internationalisierung? Hat irgendwer eine Idee aus dem Publikum? Wo brauche ich, wenn ich programmiere und vielleicht Software entwickle, Internationalisierung, damit meine Programme funktionieren? Damit dein Programm auf allen Servern gleichzeitig läuft. In jeder Nation steht ein Server. Also es ist nicht, dass die Server in jeder Nation stehen. Also ja. So Sachen wie Komma oder Punkt als Dezimal. Das ist tatsächlich was Ähnliches, was oft verwechselt wird. Das ist Lokalisierung. Dass lokale Gegebenheiten wie Bruchstriche oder Zeitangaben richtig formatiert werden. Internationalisierung ist ganz simpel. Wenn ich meine Software tatsächlich auch noch auf Deutsch haben will. Wenn man die Software auf Deutsch haben will. Richtig. Englisch, sondern tatsächlich noch eine deutsche. Viele von uns Programmierern haben vergessen, dass es andere Sprachen als Deutsch gibt, oder als Englisch gibt, sorry. Ich habe gehört, es gibt Lohsparen. Oh. Okay, Index.html. Kannst du einfach noch Lochspann halten? Nein. Oh. Mietabla. Okay, ich glaube da. Da wir jetzt schon fortgeschritten sind mit der Zeit, werde ich das einfach mal anbeamen, wie das ausschaut und groß machen. So. Und vielleicht der wichtigste Teil ist am Anfang noch die Farbe ändern. Was wollt ihr haben? Wir haben zur Auswahl dunkel. Ich glaube, das ist eine sehr gute Formatierung der Farben. Heute sind wir in Oderski unterwegs. Hallo an Lars. Also ich habe eine kleine HTML-Geschichte aufgesetzt. Die schaut, wenn man sie anbeamt, folgendermaßen aus. Ups, nicht so. Einmal auf die Autokorrektur verlassen. Code, Talks, Internationalisierung. So. Und da habe ich ein bisschen JavaScript eingefügt, damit es auch schön Webscale ist. So. Und was will man jetzt haben? Wir haben zum Beispiel fürs OpenLab, das kam auf, weil ich Pabst Ehrenwort implementiert habe, was ein To-Do-System ist. Jeder muss ein To-Do-System schreiben. Aber da manche OpenLab-Nutzer nicht so gut Englisch können, wollten wir es auf Deutsch haben. Es war ein To-Do-Punkt, ein To-Do-System zu schreiben, ja, auf der OpenLab-To-Do-Liste. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Natürlich schreiben wir das Ganze in Haskell, nicht hier, sondern hier. Natürlich schreiben wir das Ganze in Haskell und machen eine main.hs. Module main where main is like return flip main io. So. Und dann kommt der wichtigste Teil, ich werde jetzt sehr viel nur abschreiben, weil ich mir da schon viele Gedanken gemacht habe. Also die Language-Definitionen sind normalerweise nicht am Anfang, sondern die macht man währenddessen. Was brauchen wir denn ungefähr? Data kinds, type operators, overloaded strings. Du hast übrigens xrand R gefailt. Darf ich dich darauf kurz hinweisen? Ja, ich habe ziemlich hart xrand R gefailt. Tut mir leid. Der Beamer ist quasi kleiner. Ich hab's mitgekriegt, ja, aber ich wusste nicht, wie man es löst. Also. Multi-Param-Type-Classes, Flexible Instances, Record-Wildcards, Rank-2-Types sind immer schön. Unicode-Syntax für den richtigen Flair. Jetzt seht ihr es nicht mehr, sorry. Machen, ja, Unicode. Wenigstens müssen wir dafür nicht immer ein Makro. Und das Wichtigste von allen. So. Und dann hier. Wie viele Implementierungen gibt es, die das alles unterstützen? Eine. Es gibt eine Implementierung. Nur eine.
Und richtig, es gibt nur eine Haskell-Implementierung. So, ich glaube, ich sollte die Imports kopieren. Die ersten beiden, ich werde immer dazu sagen, wenn neue, wenn ich oben Language Extensions brauche, wenn ich unten brauche, weil ich sie jetzt einfach hingeschrieben habe. Zum Beispiel nur aus Jux an der Gaudi habe ich halt das Ganze in Servant geschrieben. Das heißt, die ersten beiden Klassen sind schon, die ersten beiden Language Extensions sind schon mal von Servant. Die werde ich nicht wirklich benutzen. Implementservant.html.blaze. Blaze ist die Library, mit der man HTML in Haskell schreiben kann, damit man nicht irgendwie mit Templates arbeiten muss und irgendwie das reinsplicen muss, sondern das direkt schreiben kann. Und network.y.handler.warp.run. So, dann haben wir eigentlich alles, um den Webserver zu bauen. So, wir wollen es auf 8080 laufen lassen und das Programm soll App heißen. Dann können wir einfach App definieren. App ist gleich serve, simple. Oben serve ist auch servant. Das ist quasi ein Web-Framework. User API Server. Jetzt definiert man sich in Servant seinen Web-Service, also sein Interface für seinen Web-Service hier mit einem Typen. Und zwar haben wir einen Endpunkt, HTML, und der soll einfach eine Seite zurückgeben. Ist ganz simpel eigentlich. Solange man die Typfehler. Eine Typ-Level-Liste, aber das soll jetzt mal nicht interessieren. Ich glaube, ich werde jetzt scrollen anfangen. So. Jetzt brauchen wir eine Instanz auf der Ebene der Werte von unserer User-API. User-API Proxy. Ach, das ist ein Konstruktor. Ich glaube, du hast dich soeben committed, meinen Vortrag über Servant zu halten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich einen Servant-Vortrag. Was so performant ist und performanter als alle anderen. Nein, was so performant ist, ist das hier: Run 8080 App. Das ist nämlich der Warp Webserver. Das ist der performanteste Webserver in Existenz quasi. Und es gibt ein standardisiertes Interface, was der ausführen kann, Applications, was auch immer das ist. Die werden mit WAI definiert, WAI. Und alles, was in WAI geschrieben ist, kann quasi von Warp interpretiert werden und ausgeliefert werden. Es gibt verschiedene Web-Frameworks in Haskell, die verwenden eigentlich alle WAI. Das heißt, man kann überall den schnellen Web-Server verwenden. So, gut. Jetzt haben wir einen Server. Was ich jetzt hier oben gesagt habe, ist HTML. Das heißt, wir müssen jetzt das HTML schreiben, was ich hier vorne in der Index.html hatte. Ich glaube fast, das kopiere ich am schnellsten, weil sonst dauert es so lange alles. Ihr müsst mal alle kurz wegschauen. Okay. Soll ich dir antworten, Kamera? Genau hier. Du hast nicht gesagt, wie lange ich wegschauen soll. Ups. Ah. So. Das ist im falschen Register. Ja, richtig. So, jetzt habe ich mal gezaubert und hier ToMarkup ist von Blaze und ich sage einfach meine Seite. Ach, ich bin schon wieder zu weit unten. Meine Seite ist eine Instanz von ToMarkup. Das heißt, jetzt kann ich meine Seite in HTML darstellen. Hier wird ein Body definiert, hier ein Header, Paragraph. Dann der Text mit Strong, alles damit es Blast Strong ist und so weiter. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich will das mal austesten. Ich bin ja auf NixOS, das heißt, ich sage mal Haskell-Env. Pakete sind drin. Welches Betriebssystem hast du? NixOS. Ah. Das war doch mal dieses tolle Betriebssystem. Dieses tolle Betriebssystem heißt NixOS. Und es ist deklarativ. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Paket hinzufüge, wie zum Beispiel, was ist denn noch nicht, was existiert denn noch nicht, irgendwie MTL, obwohl das gibt es wahrscheinlich schon. Lens ist garantiert auch schon dabei. Ah, dann lädt er Lens runter und initialisiert mir die Environment. So. Aber jetzt will ich eigentlich nur sagen, run Haskell
main.hs. Zeigt sich wieder dein xrun-fail. Ne? Also. Weiß jemand, wie man den löst? Ja, wahrscheinlich schon. Also Ubuntu kann das automatisch. Wie? Also, du hast halt das Problem, dass dein... Ja, aber wie löse ich es? Wenn ich alles auf einen Bildschirm ändere und dann sage ich xrandere... Na, du musst halt sicherstellen, dass dein... Also du weißt es nicht. Du musst halt bei SameS die Mode von deinem integrierten Display und den Beamer auf dieselbe stellen. Mach immer Arandre Output VGA 1 Active. Ja, du kannst Auto auch jeweils machen, dann versuch das automatisch. Jetzt habe ich das so und dann. Ja, wenn man es halt mit Arandre macht, dann. Resolution 1000. Welche gibt es so grafische X-Programme? Ja, Arandre. Habe ich mir schnell installiert hier mit nixshell-p. Und ausgeführt. Und es hat anscheinend funktioniert. Das ist wie so ein Produktplacement aus den 80ern. Was hier passiert. Oh, ho, ho. Ja, wow. Jetzt wird es langsam schwer. Ich weiß nicht, ob das heute noch was wird, sorry. Also, Run Haskell, Main HS und jetzt habe ich noch vergessen, den Import fertigzustellen hier oben. Kann das auch NixOS lösen für dich? Nein, das könnte Emacs lösen für mich, wenn ich ihn richtig konfiguriert hätte. Wie kann man denn Nix internationalisieren? Hä? Wie kann man denn Nix internationalisieren? Keine Ahnung, das musst du die GNU-Leute fragen. Import Text Place HTML5 SH Hiding Main. Wer exportiert eine Main-Funktion? Es gibt übrigens Lucid, das scheint besser zu sein, weil es diese Clashes nicht hat. Ja, HTML5. Das Problem ist halt einfach, dass Main einfach eine HTML. Das macht Sinn, ja. Ja, richtig, weil es ein HTML-Tag ist. Kannst du mir das Run-Haskell oben an die Datei hinschreiben mit dem. Ja, kann ich tatsächlich. Aber dann müsste ich es ja ausführbar machen, das wäre Arbeit. So, jetzt haben wir die Imports. Die will man normalerweise währenddessen schreiben. So. Und jetzt kann ich es ausführen. Nein. Nicht? Ja, du müsstest Zeit noch definieren, den Typen. Ach, bin ich noch nicht so weit? Zeit habe ich mal auch gelesen, aber da hinten. Ah, schau an. Aber nie definiert. Ah, ja. Data Site ist gleich Site. Damit wäre dieser Typfehler offensichtlich behoben. Aber jetzt muss es ja auch nicht mehr ausführen, gell? Jetzt kompiliert, das muss ich nicht ausführen, aber wir sind ja nicht so, wir wollen ja mal schauen, was passiert. Und das ist genau die gleiche Seite wie gerade eben. Und das ist genau das gleiche HTML wie gerade eben. Also jetzt haben wir mit Haskell schon mal das HTML generiert, was so halb gut funktioniert hat. Oh, ganz unten ist ganz unten. So. Jetzt wollen wir das Ganze auf Deutsch übersetzen. Was macht man, wenn man das... Ich habe mir überlegt, wenn ich ein System haben will, was auf Deutsch übersetzt, wo die Programme auf Deutsch übersetzbar sein müssen, dann ist normalerweise so, es gibt halt Programmierer, es gibt Leute, die die Webseite designen und irgendwie diese Felder dann in die Webseite irgendwie übersetzt haben wollen. Und dann gibt es Leute, die übersetzen. Und das sind normalerweise drei komplett verschiedene Personengruppen. Und wie kriegt man das jetzt alles unter einen Hut, dass es irgendwie funktioniert von allen Seiten aus? Und meine Idee war jetzt, ich bleibe einfach in Haskell. Mein erster Gedanke war, gibt es das denn schon? Okay. Irgendwie Internationalization, mal auf Hackage schauen und es gibt irgendwie 4 Libraries. Das heißt so viel wie nein. i18n, dann schaue ich mir halt so durch, 2008 bis 2016 so halb aktiv, ein paar Versionen, nicht allzu viele und anscheinend große Versionssprünge immer. Okay,
von jemandem, den ich nicht wirklich kenne, mit einem Maintainer, den ich nicht kenne. Es ist wichtig bei so Haskell-Libraries oder generell bei Sprachen, dass man die Maintainer kennt, weil oft machen sehr wenige Leute sehr viel und da weiß man immer, die ist konsistent, der Code, also da weißt du, wie es funktioniert. Und PO, ja gut, das wird nur ein Wrapper um das PO-System, GetText sein. Ich will das aber eigentlich eher nicht mit den GNU-Tools machen, weil die halt von 1925 sind. Der Vorteil von den GNU-Tools ist halt, dass wenn du externe Übersetzer... Der Vorteil davon ist, dass ich das kenne. Richtig, wenn ich externe Übersetzer habe, die ich nicht habe, dann gibt es da auch so schöne Online-Seiten, wo man die Übersetzungsdateien hochlädt und die dann das Ganze schön anzeigen und der Übersetzer muss dann nur in der Web-Interface schreiben und so. Aber auf dem Level sind wir nicht. Und dann gibt es hier Shakespeare Internationalization. Oh, Shakespeare. Es wurde auch deprecated. Und dann sehe ich hier Michael Snowman und bin so, Template Haskell überall. Ja, mal schauen, was der macht. Und bin dann halt so reingegangen, habe mir das angeschaut, viel Unterstützung. 48.000 Downloads. Das hängt damit zusammen, dass es halt Jesort ist. Natürlich keine Doku. Documentation ist anscheinend hier. Oh nein, die Documentation ist nicht hier, sondern wahrscheinlich eher hier. Richtig. Und hier ist das Modul, was ich haben will. Und bin das jetzt durchgegangen und hab mir die Hilfe durchgelesen, dachte mir, ja okay, das passt ungefähr. Und sehe hier schon den ersten Template Haskell. Da oben den ersten Template Haskell Splice und denke mir, oh, war ja, das will ich eigentlich eher nicht machen. Ups. Und wenn man sich in die Source dann genau, wenn man sich die Source dann anschaut, was man auch öfter mal machen sollte, ist eigentlich der einzig wichtige Teil dieser ganzen Datei ist diese Typklasse hier. Alles andere ist irrelevant. Der Rest ist nur so, der Übersetzer schreibt irgendeine Datei in irgendeinem Format und das wird Template Haskell reingespliced und bla und blub und bla. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe den Teil genommen und habe ihn rüber kopiert. Oh, das war falsch. Ah, das war nicht falsch, aber ich kann die ganze Doku mal wegschmeißen. So. Kannst du dann Pull-Request draus machen? Du musst schon die ganze Doku rausmachen. Ja, ich mach die ganze Doku raus. Ich bin ja... So. Interessant. Was will ich eigentlich? Ich habe irgendwie einen Titel. Fangen wir einfach mal an. Data Messages ist gleich Title. Body Text. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal zwei Symbole in meinem Programm, die darstellen, was ich eigentlich da haben will. Ob, welche Sprache das ist erstmal zweitrangig. Lang? Ist ursprünglich irgendein ISO-Code, aber who cares, meine Fresse. Data lang ist gleich DE oder EN. So. Master ist eine Variable, die noch nicht ausgefüllt ist von mir. Das heißt, in der Instanz von der Typklasse kann ich die ausfüllen. Das ist in meinem Fall Default mit dem Symbol Default drin, dass ich jetzt hier einfach Default reinschreibe. Jetzt könnte ich, wenn ich verschiedene Übersetzungen von dem gleichen Programm haben wollte, könnte ich verschiedene Übersetzungen quasi in mein Programm einbauen. Das brauche ich aber nicht. Ich brauche nur eine Übersetzung in verschiedene Sprachen. Scroll mal ein bisschen weiter. Ja, danke. Message ist auch noch frei, das können wir dann definieren und das Ganze gibt uns einen Textstring zurück, den man dann irgendwo mit Render, es ist eine Funktion Render Message und die nimmt quasi die Language und die nimmt die Message, der Message-Datentyp, den habe ich hier oben definiert, den benutze ich nachher und die gibt mir Text zurück in der jeweiligen Sprache durch Lang definiert. Oh, und was ich auch haben will, ist, dass ich keine Liste an Languages nehme, sondern das mache ich explizit außerhalb. Das ist auch in etwas durcheinander bei dem Original. So, jetzt haben wir eigentlich eine schöne Sache schon, weil was müssen wir jetzt machen als derjenige, der es übersetzt? Ziemlich einfach. Instance render message default en. Ach, Quatsch. Wo bin ich? Messages, muss das heißen. Ah. Default Messages where. Render Message
So, und jetzt fangen wir an. Das Default ist ja nur ein Dummy-Wert, den können wir überspringen und nehmen halt jetzt en. Ist gleich Trick, Case, Lambda Case, damit man nicht jedes Mal hier, eigentlich müsste ich jetzt hier schreiben, en Title ist gleich Foo, dann das Kopieren und dann hier das Austauschen und dann Body Text. Und wenn ich das nicht so machen will, sondern mir ein bisschen sparen will, dann sage ich einfach ist gleich Lambda Case Title und dann hier ein Pfeil starten ist gleich. Und was hatten wir da? Wir hatten Hero Curry Club und it's a oh. Erster Stolperstein, Hilfe. Wollen wir dem Übersetzer zutrauen, dass er HTML können muss? Er muss schon Haskell können. Er muss Copy und Pasten können, weil das Ganze ist immer nur noch Copy und Paste danach. Aber wollen wir dem Übersetzer wirklich zutrauen, dass er HTML können muss? Und vor allem beliebiges HTML. Und vor allem auch noch wissen muss, was fett sein muss und was nicht. Er weiß, was fett sein muss, dadurch, dass er die englische Übersetzung am Anfang hat. Genau. Also das ist quasi jetzt das Template, was wir ihm bauen. Er könnte natürlich so lustige Sachen machen wie so, hello. Ja, gut, das ist natürlich ein Übersetzer, der wird das nicht machen, aber wenn er sich verkünstelt und das Ganze, dann plötzlich muss ein Übersetzer HTML bauen und JavaScript einfügen, damit es noch schön gerendert wird und es wird ganz hässlich. Das heißt, warum machen wir das nicht einfach so? Statt dass er Text zurückgibt, sagen wir, er gibt Markup zurück. Was ist Markup? Data Markup ist gleich zum Beispiel, wo ist denn das, die Definition hier? EM Markup, fettes Markup. Oder Str Markup. Kursives Markup. Str fettes Markup. Dann können wir, da komme ich gleich noch drauf. Ein komischer Konstruktor, der M heißt, der eine Liste von Markups nimmt. Und dann den Base Case Text. Oh, ich bin schon wieder so weit unten. Jip. So, kann irgendwer vielleicht sehen, was das Besondere an dem Datentyp ist, so wie ich ihn gerade definiert habe? Du zerstörst den gesamten Kontext für den Übersetzer und so passieren dann Sachen wie, dass der Back-Button plötzlich Rücken heißt? Ich zerstöre nicht den Kontext für den Übersetzer, sondern ich füge ihm tatsächlich Semantik hinzu. Weil ich gebe ihm jetzt nämlich die Einschränkung, dass er nur die Highlighting-Methoden EM, also Emphasized, Strong und einen Text schreiben kann. Aber was ist denn das überhaupt? Vermutlich willst du eine String-Instanz machen. Ah, das ist eine gute Idee. IsString-Instanz habe ich hier auch. Struktur, die genau einen Operator hat, der ist so, wenn ich links einen Text habe und rechts einen Text habe, dann ist das Ergebnis der konkatenierte Text. Wenn ich links einen Markup habe und rechts einen Markup habe, dann ist das Ergebnis das konkatenierte Markup, sodass Assoziativität gegeben ist. Ich glaube, die Instanz werde ich euch jetzt ersparen. Die ist nicht besonders schwer, aber da ich hier non-empty verwende, damit das hier wirklich eine nicht leere Liste ist, wird es ein bisschen interessant von den Symbolen her, die man überall verwenden muss. Ich kann ja mal das Beispiel machen, so als Anfang. Jetzt splitte ich einfach auf nach, was es überhaupt für Konstruktoren in Markup gibt. Nämlich ich fange an mit dem einfachen, ich glaube, das ist sogar der spezielle Case. Wenn ich einen M, den komischen M-Konstruktor habe, den habe ich tatsächlich nur, damit ich die Semigroup-Instanz gut implementieren kann, habe ich quasi ein M von MS und ein M von MS'. Und das Ganze füge ich einfach zusammen, indem ich sage, konkateniere mir MS und MS'. Dann habe ich ein M von der Vereinigung von beiden. Das war jetzt gerade ein falsches Wort, aber ist egal. MS und MS' sind doch jetzt nicht leere Listen, oder? Sind nicht leere Listen. Sind nicht leere Listen, ja, tatsächlich. Und die tust du nicht mit plus plus konkatenieren?
Die konkateniere ich quasi mit dem, den ich gerade definiere. Die sind auch schon eine Instanz. 3, 2, 1, los! Willkommen im Open Lab! Ja. Warte. Nein, Stacken, Backen! Ja, so. Das war Stackenblocken, das passiert jeden Tag. Oh scheiße, es ist 21:45 schon. Das war Stackenblocken, das passiert jeden Tag um 21:45. Alle Leute springen auf und räumen wie verrückt den Raum auf. Ich bin noch gar nicht am richtigen Teil angekommen, sorry. Sagen wir mal, ich habe die Instanz geschrieben. Die schaut dann ungefähr so aus. Alle Möglichkeiten einmal durch. Hoffentlich waren das alle. Am Ende bleibt dann der Case, dass es irgendwas ist plus irgendwas anderes. Und dann füge ich es einfach zusammen zu einer weiteren nicht leeren Liste, die ich da vorne eine richtige Liste konkateniere. Aber das geht relativ einfach. Dann haben wir noch eine andere Instanz. Monoid Markup, where mappend ist wieder der gleiche Operator wie vorher, das heißt, wir machen es einfach so. Und mempty ist eine sehr einfache Sache. Mempty. So. Warum schreibst du nicht T und dann leerer String? Also, ja? Weil es das gleiche ist, weil das die Definition von. Achso, okay, soll ich es erklären, oder? Nein, ich schreibe halt hier mempty. Weil ich könnte auch schreiben, das muss ja einfach nur ein String sein, also ein Text sein, ich könnte es auch so schreiben. Ja. Aber einerseits die Definition von mempty für Text ist leerer String. Ja. Und wenn ich halt schon in der Monoid-Definition bin, dann kann ich auch gleich quasi über die Definitionen gehen. Also ich sage hier quasi spezifisch, dass ich davon ausgehe, dass Text ein Monoid ist und dass ich deshalb die Eigenschaften auf Markup weiter. Wenn du schon weißt, dass Markup ein Monoid ist, warum machst du dann da oben überhaupt das mit der Semigruppe und schreibst nicht alles bei dem Monoid rein? Weil jedes Monoid ist eine Semigruppe. Ja, und mit zusätzlich Haskell noch. Ganz klug intern selber. Nein, das macht Haskell tatsächlich überhaupt nicht. Du kannst manuell eine Semigruppe aus einem Monoid wieder erstellen, indem du einen Wrapper-Type nimmst, aber dann wird alles eklig. Ah. Mhm. Das ist der Grund, warum es so viel Streit gab um dieses Monoid Applicative Proposal, wo die Eigenschaft. Dass jedes Monoid ein Applikativ ist, was davor nicht jede Monade ein Applikativ ist, was davor nicht in der Library war, quasi in die Library gekommen ist und plötzlich musste jeder seinen Code umschreiben, nicht neu schreiben, sondern halt umschreiben, weil nichts mehr kompiliert hat. Ja. Aber hast du jetzt wirklich einen richtigen Monoiden? Also ich meine, wenn du jetzt dadurch, dass ich hier oben einerseits, das EM tut ja nichts. Ja, genau. Das Dritte tut ja nichts. Die Frage ist mit dem, wenn ich der, jetzt einen T mit einem leeren String habe, dann erzeuge ich ja insofern ein M. Also, wenn ich das jetzt konkretisiere mit nochmal einem leeren String, habe ich dann ein M mit zweimal leeren Strings in den Listen. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ja, aber dann habe ich ja. Also, die Idee, du musst sehen, dass es hier von oben nach unten gepattern matched wird. Und ich habe das so rum, ich hoffe, ich habe es so rumgelegt, dass quasi die einfacheren Definitionen immer zuerst kommen, dass. Nein, was er meint, ist, dass die Monoid-Gesetze ja nicht stimmen, weil wenn ich mempty mit mempty konkateniere, kommt hier nicht mempty raus. Also in der Monoid-Instanz, da kommt ja dann so M und dann eben T und T. Also kommt so ein Baum raus anstatt. Aber das ist quasi. Na, aber es muss ja nur noch. Es kommt dann mempty raus. Ich bin nicht sicher, ich habe da keine Beweise drüber geführt oder so, aber ich habe mir gedacht, der Typ hier oben ist vermutlich einfach nur ein freies Monoid über irgendwie was Trivialem. Also das ist so simpel, das macht nichts mit dem Text an sich, außer ihn noch zu annotieren. Und wahrscheinlich kann man es mit Deriving machen. Moment, wieso hast du überhaupt die Liste von Non-Empty Markup? Also dieses Non-Empty. Das kommt gleich, ich bin noch gar nicht so weit. Du verwendest sie ja bisher gar nicht wirklich. Aber es macht Sinn. Achso, nur für das. Gleich kommt das, warum man das als Übersetzer verwenden will. Wenn ich nämlich hier die Übersetzung habe, einerseits habe ich jetzt natürlich hier nur noch ich muss Markup generieren. Das heißt,
Das hier ist eine String-Instanz. Ich kann auch so machen, t it's a. So. So. Das ist jetzt quasi der String. Ich kann es auch weglassen, weil das eine String-Instanz und dann fügt er mir das T automatisch hinzu. Dann kann ich sagen, jetzt mal kein richtiges, es ist jetzt kein schöner Code, kein syntaktisch valider Code. Das muss bold sein, das heißt String last, strong, nicht String. Und noch ein String. So, und was mache ich jetzt, um die zu konkatenieren? Dafür brauchst du M. Ja, aber naja. So. Wenn du genau das tust. Ja, ist kein String, sorry. Ja, braucht man. Die Sache ist nur die, wenn du jetzt das Strong meinetwegen darüber tun würdest, also jetzt erst ein Strong, dann hättest du zwei normale Textfelder, die du konkatenierst. Da hättest du ja, wenn du es. Wenn du jetzt das so klammerst, dass du erst die rechten Textfelder... Ich glaube, es ist, du kannst das natürlich nachher nochmal überprüfen, also, ob es wirklich... Dann hast du ja die String, die Text-Konkatenation quasi, die dann wieder einen Text gibt, also den Konstruktor T. Und bei dem anderen hast du aber eine M. Und das heißt, je nachdem, wie du es klammerst, kommt am Ende ein anderes Objekt bei raus. Aber es ist egal, weil es... Es bedeutet das Gleiche, es bedeutet also quasi, aber es ist trotzdem was genau, anderes. Was also, auch, eigentlich meint es der Quotiententyp, wo du sowas noch identifizierst. Das kannst du aber in Haskell nicht abbilden. Deswegen nimmt er den Typ, den er hingemacht hat, zusammen mit dem sozialen Vertrag, dass alle Anwender von diesem Datentyp... Dann müsstest du natürlich auch noch ein Equivalent... Also es geht nur um die Monoid-Instanz wahrscheinlich, wegen MPMT. Wie bei Unicode, da musst du auch... Ja, bevor du Strings vergleichst, musst du sie normalisieren, genau. Sonst kannst du dir nicht sicher sein, dass du aufs Gleiche kommst, weil es gibt halt mehrere Möglichkeiten, das am Ende Gleiche auszudrücken. Hast du eine Normalisierfunktion? Also eigentlich müsste er jetzt die Typklasse EQ halt reimplementieren. Und ja, da brauchen wir noch die Typklasse EQ, brauchen wir doch gar nicht. Ja, was? Aber wenn er ignoriert. Achso, ja. Genau, ja. Du meinst bei Unicode so ein Word Combiner? Naja, aber das heißt, es ist halt Blumen. Nein, es ist halt. Das Problem ist halt. Gut. Nächster Teil. Aber die Instanz von Monoid muss also auch eine Instanz von Equality sein? Nee, muss nicht mehr. Aber wenn sie das eben nicht ist, dann ist bei Monoid die Monoid-Gesetze. Ja, dann ist nicht klar, was da genau ist. Ja. Jetzt kommt der Teil, wo wir testen, ob das Programm schon funktioniert. Oh, aber es passiert noch nichts, weil wir oben noch nichts eingefügt haben. Es kompiliert zwar, aber ich habe hier oben noch nichts geändert, um das überhaupt einzubinden. Ah. Hier oben wird noch die alte Seite generiert. Könnte man das Du eigentlich ersetzen durch was anderes? Ha? Sie? Nein, meinst du? Nein, das ist Du. Dieses, naja, das ist der... Du-Monade. Genau, Du-Monade. Könnte man das ersetzen? Das ist einfach elektrisch. Wo sind wir denn? Oh, das ist eine ganz andere eine Baustelle. Es ist schon eine Monade. Nein. Es ist kein Monade. Es ist Blaze. Es ist... Wie schafft Blaze, dass das Du da reinkommt? Es ist Blaze und das macht eine kaputte Monadeninstanz, damit man das syntaktisch so schreiben kann. Ja, aber die Frage ist, wenn ich nicht Du, sondern Fu nennen will, dann geht ja. Achso. Das Du ist tatsächlich Haskell-Zucker. Okay, aber du kannst es eh vorher laufen lassen. Robert, ganz kurzer Timeout. You are telling me, dass es dort eine Instanz von der Monaden-Typklasse gibt, die nicht die Monaden dazu erfüllt. Ja. In der Blaze-Bibliothek, okay. Ja, nur in dem Syntax. Es gibt eine andere, neuere Bibliothek, die das auch ähnlich macht, die aber wirklich eine sinnvolle Monadeninstanz hat. Lucid? Ja. Ich habe davon nichts gewusst, als ich das geschrieben habe, also habe ich Blaze verwendet. Okay. Wo mache ich weiter? Jetzt haben wir den... ich brauche halt viel zu lange, vermutlich. Du kannst ruhig ein bisschen reinfügen und so, oder? Ja, ich muss mich erst noch sammeln. Wann hast du reserviert? 42 und wir haben noch einen weiteren Vorteil, deswegen. Ich glaube, der wird nichts mehr. Jetzt haben wir den ersten Teil gemacht. Der zweite Teil ist, wie man das in sein Programm reinkriegt. Habe ich das zuerst gemacht? Ja, genau. Und zwar
Wo ist das hier von? Ah, okay, das habe ich hier vorne. Ich kann es auch splitten aufs nächste Mal noch, wenn das zu lange dauert. Wie lange habe ich denn noch? Naja, also ich meine, schlimmer als Tims Vortrag über Lenz, das kann ich ja. Das ist eigentlich was ziemlich Simples, weil es gibt nicht so viele Teile. Ich mache einfach weiter, bis ihr mich unterbrecht, okay? Ja, machst du noch 7 Minuten und der Rest dann Firewall hier. Das wird nichts mehr. Ich weiß es nicht. Ja, dann split mal jetzt. Wenn du sagst, es wird dann nichts mehr in 10 Minuten. Wollt ihr, dass ich den Vortrag jetzt abbreche und nächstes Mal weitermache und er macht jetzt den Anfang und macht nächstes Mal weiter oder ich mache jetzt noch das fertig? Wie lange würdest du denn brauchen? Ich schätze 15 bis 20 Minuten. Ja, aber dann haben wir keine Zeit mehr für Firewall-Theorie. Aber ist es sinnvoller, ist es sinnvoller, den jetzt fertig zu machen? Und ich hoffe, ich werde fertig. Er ist extra aus München angereist. Ja. Okay. Ich würde jetzt so gefühlt sagen, das ist auch so thematisch so halb ab oder so hinreichend. Wir sind gerade. Wir sind noch nicht mal im Typsystem. Ja, wird ja zu One-Time gemacht. Also durch dieses sind das nur Konstanten oder kommen da auch. Wir sind noch nicht mal beim Typsystem angekommen. Wie gesagt, das ist zusammenfügen. Bis jetzt verwende ich nur ganz normale Datentypen hier. Bis jetzt verwende ich nur den Fakt. Bis jetzt verwende ich keine Typen, bis jetzt verwende ich nur reine Datentypen und Matching, Pattern-Matching über die Datentypen. Ha? Leute können die ein bisschen ruhiger sein, damit wir... Markup ist ein Typ. Markup ist einfach nur ein Typ. Ja, genau. Also wenn man Makros hätte, könnte man das jetzt schön machen. Das ist schön. Schöner wird es nicht mehr, weil symbolischer wird es auch nicht mehr. Sein Punkt war, in Lisp würdest du das, was du jetzt mit dem Typ gelöst hast, halt mit einem Makro oder einigen. Dann bist du tot. Dann ist vorbei. Dann hast du keine Abstraktionsmöglichkeit mehr. Ja, also deine Daten, die du mit der Übersetzer reingibst, sind ja nur Konstanten, oder? Das sind ja keine Programme. Diese Texte sind der Übersetzer, also ja, der Übersetzer, der schreibt, wenn der Übersetzer was übersetzt, genau. Französisch, dann nimmt er das, kopiert das hierher, ersetzt die E durch FR und übersetzt den. Das ist die Notation für eine Konstante. Richtig, ja, genau. Mark würde da ein Makro machen und ich würde da eine Anti-Quotation Isabelle ML machen, Spellchecker. das Ganze ist, sobald das kompiliert, funktioniert es wieder. Also auch der Übersetzer kann den Compiler dann verwenden, um zu schauen, ob seine... Der Übersetzer kann überhaupt sinnvoll sein. Jetzt mal diesen Satz. Und ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo man dann nämlich in die andere Richtung Werte injizieren kann. Also ich bin jetzt quasi bei dem Punkt, wo alles statisch ist. Mhm. Nächster Schritt ist, ich habe hier plötzlich für den Konstruktor... noch Werte, die ich übergeben kann an den Übersetzer, damit er hier sagen kann, it's a being with you today und dann sagen irgendwie time to string so. Und der Schritt danach, der dann plötzlich auch noch gekommen ist, ist, dass ich vom Übersetzer in das Template rein Werte injizieren kann, in die andere Richtung. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Das wusste ich ursprünglich gar nicht, dass das möglich sein könnte, aber das war dann trivial. Wenn du TypeSafe machen würdest, dann würdest du jetzt es ist TypeSafe. Wrapper um Text. Was für ein schöner Sticker neben dem Pi bei dir auf dem Laptop. Zu viel für heute. Einfach abbrechen. Müssen wir jetzt doch mal 4 Minuten Zeit für... Dann wir noch 5 Minuten. Hätte ich lieber weitergemacht, ganz ehrlich. Ein Rapper mit Text, Englisch.